Ja, also was wird im Jahre 1999 sein? Beispielsweise hier im Raffener Fernsehgerätewerk von Radeberg. Und an den Ingenieurkollegen Barth hier in der Typenprüfung möchte ich die Frage stellen, welche Schlager erwarten uns? Dauert das beispielsweise mit diesem Gerät bis zum Jahre 1999? Nein, in dem Fall kann man das nicht sagen. Es wird nur dauern bis zum ersten Quartal 1965. Dann werden wir das neue Gerät Diodo Lux 14 und Diodo Lux 4 im Handel haben. Ein modernes Gerät für moderne Möbel, Anbauregale für moderne Menschen. Bedienungsorgane sind alle an die Frontseite gelegt worden, sodass die Bedienung selbst sehr vereinfacht werden konnte. Und was haben Sie dann vielleicht noch? Wir haben noch auf Lager für Ende des Jahres den Stadion 8. Das ist ein Gerät für verwöhnte Fernsehfreunde, möchte ich sagen, mit sehr viel Bedienungskomfort, einem brillanten Bild und auch in einer sehr, sehr modernen Gehäusegestaltung. Bedienungskomfort, das heißt, es gibt viel zu fummeln dran, ja? Im Gegenteil, es gibt fast nichts mehr zu fummeln. Es ist alles automatisch geworden, aha, bis auf die Bedienungsorgane, die individuell eingestellt werden müssen. Bedienungsorgane ist Ihr Fachausdruck? Ja, das ist der Ausdruck praktisch für die vielen Knöpfe, die da an den Geräten dran sind. Dann sagen Sie bitte dann noch abschließend, was werden wir wirklich 1999 erleben? Nun, 1999 bestimmt Farbfernsehen, vielleicht dreidimensionales Fernsehen, aber leider wird Raffena daran nicht mehr beteiligt sein, da wir eine andere Produktion übernehmen werden. The one day of Bubba Bear, Black Chair, the one day of Bubba Bear, you write another letter, holla chair, Black Chair, please come back and come alone, Black Chair, please come back and come alone. I take it to you, baby, please don't leave me alone. I been woke up this morning, look, giving out a sight. You wanna hold me, baby, wanna shake my love, hello, see ya. Baby, baby, come on, huh? I take it to you, baby, please don't leave me alone. Das alles sind echte Raffena-Kontraste. Aber nun sind wir schon eine ganze Weile mit unserer nächsten Scharfeinstellung hier auf dem Werksgelände bei der Frühstückspause und inmitten unserer internationalen Runde. Aber das sind nur ein paar der internationalen Kollegen, die hier arbeiten. Und Sie kommen aus... Ich komme aus Griechenland. Darf ich mal nach Ihren Namen fragen? Ich heiße Christos Safidis. Und Sie? Ich komme auch aus Griechenland, heiße Bessia Stavros. Was machen Sie hier bei Raffena? Ich bin hier beschäftigt als Ingenieur in der Entwicklung und beschäftige mich mit Richtfunksystemen. Und machen Sie das Gleiche, oder? Ja, ich bin auch als Ingenieur beschäftigt und mache Richtverbindungsgeräte. Wie lange sind Sie schon im Raffena-Werk? Ich bin 7 Jahre im Raffena-Werk. Dann möchte ich mal unsere arabischen Freunde fragen, wo Sie herkommen. Sie sind aus... Aus Jordanien. Aus Jordanien. Ja. Und Ihr Name, bitte? Ich heiße Walid. Und Ihr Name? Ich bin Abdurrahman Hamoudi. Sie sind aus dem Irak, ne? Ja. Irak. Was wollen Sie hier lernen und was wollen Sie werden? Oh ja, ich lerne jetzt in Raffena zum Rundfunktechnik und Nachrichtentechnik und später werde ich zum Ingenieurschule mit beide damit. Und Ihren Freund nehmen Sie mit, ja? Ja. Er kann noch nicht so gut Deutsch wie Sie. Wie lange ist er schon hier in Radeberg? Ist schon 3 Monate in Radeberg. Schon 3 Monate, ne? Er wird noch trainieren. Mädchen aus Radeberg werden helfen dabei. Nein, das hat er verstanden. Ja, ja. Das hat er verstanden. Das ist freilich. Ja. Inzwischen ist Abdullahi gekommen. Abdullahi schon erfroren? Ja. Aber beim Singen ist man noch warm geworden. Ja. Abdullahi, Sie kommen aus der Republik? Niger. Niger. Ja. Das liegt so irgendwo am Äquator. Ja. Das ist jetzt noch heiß, ne? Natürlich, ja. Nicht so wie bei uns im Birkenwäldchen. Eben. Abdullahi, also was arbeiten Sie hier im Raffena-Werk? Also bin ich als Elektroprüfer eingestellt und ich, also mit meinem Prüfung hat etwas nicht ganz geklappt und ich muss eben wiederholen und ja? ich hoffe, wenn ich das ganz geschafft habe, nächstes Jahr mit meinem Studium anfangen. Auch in Mittweida? Ja. Also ich hoffe, dass ich diesmal gute Zensuren kriege, Abdullahi. Ja, ja, ja. Hier in der Tanzmusik haben Sie von uns eine Nummer 1 bekommen. Bevor wir nun aber den nächsten Radeberger Schlager vorstellen, erst noch ein bisschen Musik.
Schwäne ziehen ihre endlose Bahn. Oh, von Norden dem Süden zu geht der Sommer so reich zu. Wenn dem Herbst viele Schwäne ziehen, hörst du nachts ihren Schrei. Mit den Blumen, die still verblühen, träumen wir dann vom sonnigen Mai. Wälder und Felder, Dörfer und Städte grüßen sie auf ihrem Flug. Wenn dem Herbst wilde Schwäne ziehen, übers Land, übers Meer, winken Menschen, die glücklich sind, auf den Feldern dem Zug hinterher. Städte grüßen sie auf ihrem Flug. Wenn im Herbst wilde Schwäne ziehen, übers Land, übers Meer, winken Menschen, die glücklich sind, auf den Feldern dem Zug hinterher. Tritt der Wanderer von Dresden kommend, da wo die Dresdner Heide endet, aus dem Wald, beginnt Radeberg. Und das erste, was er sieht, ist dieser Betrieb. Vielleicht weniger bekannt als die Brauerei oder Raffena, aber zu Unrecht. Denn früher oder später macht jeder Bekanntschaft mit seinen Produkten. Hier geht es los. Das ist der Koller. Und weil beim Zerkleinern des Hauptproduktes, nämlich Feldspat, diese kleinen Steinchen herumschwirren, muss ich nach Arbeitsschutzverordnung ebenso maskiert erscheinen. Diesen ganzen Vorgang nennt man in der Fachsprache Kollern. Und hier wird die Mixtura weiterbereitet. Das Gekollerte wird gemahlen und gesiebt und dann kommen die modischen Effekte hinzu. Farben, gelb, orange, blau und rosa. Das sieht zwar aus hier wie in einer Konditorei, aber sind wir da? Nein, wir sind keine Konditorei. Das hat auch nichts mit zu Verzehrendem zu tun, sondern mit dem, was man zum Verzehren braucht. Da haben Sie eben unser Produkt zum ersten Mal fast in der Form gesehen, wie Sie es dann später kennenlernen. Später in den Jahren, da man dann einiges verliert. Ja, gebrannt muss es werden, denn hart muss diese dritte Garnitur schon sein, damit wir sie nicht allzu schnell gegen die vierte und fünfte auswechseln müssen. Jetzt wird es also jeder gemerkt haben, wir sind in einer Zahnfabrik im VEB Keradentawerk Radeberg, dem einzigen Betrieb in der DDR, dem wir, das ältere Semester, ja, ist jetzt die Sekunde der harten Selbstkritik, dem wir also unsere bissfestig und Freudigkeit zu verdanken haben. Guten Tag, meine Damen von der Backenzahnabteilung. Und Frau Richter, vielleicht darf ich mich mal einen Moment hier zu Ihnen setzen, ja? Dankeschön. Das war ja schon immer mal mein Wunsch, so unter Zähnen zu sein. Steile Zähne, Backenzähne, Stiftzähne, ne? Stiftzähne sagt man nicht. Vorderzähne, ne? Okay. Das ist also die Backenzahnabteilung. Sie sind Meisterin, ja? Ja, ich bin Meisterin. Bei Keradenta. Ja. Und wie lange schon? Ich muss jetzt ein paar neugierige Fragen stellen. Ich bin Meisterin schon 9 Jahre und eingesetzt 4 Jahre. Da haben Sie hier von Anfang an gelernt? Ich habe hier im Werk angefangen zu lernen. Werden Sie noch Ihre Weisheitszähne hier kriegen, ne? Denke ich. Nun habe ich hier inzwischen erfahren, wir konnten uns zwar nicht alles ansehen und alles zeigen, was hier geschieht, dass es ja nicht nur diese Kunstzähne aus Porzellan gibt. Ist das Porzellan hier, ja? Das ist Porzellan, ja. Sondern auch Plastizähne. Wo besteht denn da der Unterschied? Der Unterschied besteht darin, dass der Plastizahn etwas leichter ist und leichter. Lässt sich auch leichter tragen.
Klappert nicht, was? Klappert nicht, nein. Ihr Schlager, der ja ein bisschen ultra Schlager ist, finde ich, aber ein wichtiger Schlager, ne? Wichtig, ja. Der geht ja in ziemlich viele Länder der Welt. Wohin, ja, Frau Richter? Wir exportieren in viele Länder, Albanien, Türkei, Holland, Rumänien. Dann ist man wohl auch davon abgekommen, diese Ersatzzähne so blendend weiß darzustellen. Die sind jetzt alle so ein bisschen grau, so rauchig. Casinofarben oder Turffarben, ne? Macht ja, man das? Wir machen das selbst rein. Wir machen zum Beispiel Effekte rein, ja. Schmelzstriche, ja. Dunkle und helle und dann auch noch Kalkflecken. Mit Absicht Fehler? Mit Absicht Fehler. Also man könnte sich praktisch einen richtigen Fehler bestellen. Sicher. Ich möchte da vorne einen schwarzen Fleck haben, machen Sie den rein. Kommen Sie rein. Wäre natürlich dumm, nicht? Aber. Nein, wir machen auch schon rosa Flecke rein. Rosa Flecke? Mhm. Aha. Guck an, was es alles gibt. Die Zahnmode, die macht ja unheimliche Fortschritte, ne? Jedenfalls, Frau Richter, ich möchte Sie nicht allzu lange aufhalten. Die Radeberger Zähne werden ja in der ganzen Welt erwartet, ne? Sie müssen weiter tun. Also alles Gute. Danke. Für unsere Zähne. Eines Tages brauchen wir sie ja alle. Sicher. Ne? Ja, aber Keradenta, das ist nicht nur das einzige Werk von Radeberg, das uns mit Ersatzteilen beliefert. Alle P-70-Besitzer, alle Barkas-Besitzer und Wartburg-Camping-Freunde, die einmal die unlautere Absicht haben, gegen einen Baum zu fahren, was um Himmels Willen nie passieren darf, die können sich jetzt auch mit Heidi Kemper einen weiteren Radeberger Firmennamen vormerken. Macht mit mir eine Fahrt ins Land der Liebe, steigt mit mir ins Boot der Träume ein. Dann werden alle meine Wünsche wahr, schön, so schön und wunderbar soll unsere Reise sein. Fahr mit mir dem Sonnenschein entgegen, heut gibt uns das Glück ein Rendezvous. Unsere Reise sein.